So, Leute, da sind wir wieder bei Let's Play oder Let's Retro Together Project Nomads. Wir sind wieder da nach einer minimalen Pause von circa 3 Wochen, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Das kommt gut hin, oder? Ja, das kommt gut hin, ja. Also, das letzte Mal habe ich da hinten ja noch mehr oder weniger alleine die Insel abgegrast nach irgendwelchen Artefakten. Was Anständiges gefunden habe ich nicht. Ein paar rote Artefakte. Mit dem Level sind wir dann mehr oder weniger fertig. Wir benutzen jetzt einfach mal den fünften Navigationspunkt und gehen dann mal ins nächste Level. Wobei ich eh schon wieder weiß, was das für eins ist. Und ich mag's nicht. Was ist denn unsere Aufgabe jetzt? Wir In the müssen in first light of die day, they Maschinenstadt, set off aber for the dafür Cloud brauchen Gate, wir halt the only erstmal ein bisschen entrance to the Treibstoff. second level. No one had traveled between the levels Und for den innumerable besorgen wir years. uns. Old Master Den Builder müssen wir seemed uns jetzt besorgen, satisfied. ja. And his friend's rescue drew one Den step borgen wir nearer. uns von wem? Von den Banditen? Wir müssen uns den besorgen. Da kommen wir jetzt zum zweiten Skrit-Level. Das erste Skrit-Level hatten wir ja schon. Das war ganz am Anfang, wenn du dich erinnerst. Direkt nach der Piratenschlucht. Da hatten wir diese eine tolle Insel mit diesen schönen Insektenviechern. Haben wir jetzt gleich nochmal, nur in einer etwas größeren Version. Und diesmal ohne Jetpack. The Sea of Clouds. Once a busy trade route, along which proud island ships with their precious cargoes traveled between levels. Now only the craggy rocks of the island ports jut out of the haze of clouds, abandoned for ages. Only there was the precious fuel to be found with which the islands could travel enormous distances. Passt. Ich brauche mal schnell ein bisschen was. So. Das Zeug lagern wir mal da rein. Das braucht man nämlich jetzt nicht. Was passiert, wenn du eigentlich das zeitliche segnest? Muss dann wieder laden? Ich muss vom letzten Spielstand laden oder das Level neu starten. Ach so. So. Dann kann man die Kisten kaputt machen. Ja, kann man. In dem Level kann es gut passieren, dass ich mal das Zeitliche segne, weil da gibt es ein paar nette Sprungpassagen, bei denen man gerne mal daneben springt. Oder zu kurz. Passiert ganz, ganz gerne. Gibt es denn die Level-Artefakte? Nicht wirklich. Zumindest nichts Interessantes außer Kampfzauber. Halt! Who goes there? Come here, slowly. A nomad? How did you get here? You have a level drive? Then you must be looking for fuel. I would help you, but the insect creatures are attacking us. Their nesting places must be somewhere down there. You must destroy them. I'll take care of the creatures up there. I'll show them a thing or two. Destroy the nests, otherwise we don't stand a chance. Na super, jetzt ist gerade noch mein Bruder hier reingekommen. Oh mein Gott. So. Ey, ein anderer Angriffszauber. Ja. Jetzt muss ich bloß warten, bis die schöne Wolke da weg ist. Ja, lassen sich die Kisten nicht kaputt machen? Anscheinend nicht.
So, jetzt sind wir hier unten. Was machst du denn mit den ganzen Angriffszaubern? Achso, die haben so eine bestimmte Aufladung, ja? Genau. Ich habe jetzt allerdings gerade mal meinen größten Zauber sowieso schon vorne dran. So. An der Stelle gleich mal Spiel speichern. Das sind Sprünge, die man ganz, ganz gerne mal in den Sand setzt. So. Mehr Kampfzauber kann ich eh schon nicht mehr aufnehmen. Da oben ist übrigens unsere Insel. Kann ja übrigens hier trotzdem noch mein Flugzeug hier mitnehmen. Um hier schon mal ein bisschen aufzuräumen. Dynamit lag da gerade. Ja. So. Ich speichere hier ganz gern vor jedem Sprung. Einfach weil die teilweise recht knapp sind. Der Quicksave-Funktion gab's offensichtlich nicht. Hier raus. Ach. Komm. Ah, geht doch. Und hopp. Ja, ich sehe schon, warum es in diesem Level kein Jetpack gibt. Mit Jetpack wäre das Ganze ja auch irgendwo zu einfach. Kampfzauber hier. Wow. Kommt der jetzt her? Der hat sich ein bisschen durch die Gegend gewitscht. Naja, immer diese Glitcher. So, Giftgas ist weg. So. So, Hauptziel ist es, alle diese Käfer unschädlich zu machen. Ja, später müssen wir noch was holen von ganz oben auf der Insel. Aber jetzt müssen wir erstmal den unteren Teil machen. Ups, das könnte jetzt ein bisschen zu weit gewesen sein. Jep, war es auch. Ja, das heißt es. Nicht speichern. Das war auch geladen. Speichert er schon nicht versehentlich. Oh, da
ist er auch einer. Kommt mir da direkt entgegen. Was haben denn eigentlich die anderen Piloten für Waffen, wenn die solche Zauber hat? Die Kampfzauber hat jeder. Ach so. Also es ist auch nicht pilotenabhängig, welche Bewaffnung man hat. Die Kampfzauber, die hat wirklich jeder. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Sollte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen weg davon gehen. Das wollte ich eigentlich wieder machen. So. Und weiter geht's. Hey, springen sollst du. Jetzt will sie nicht. Susi, springen. Ja. Und hopp. Jetzt sind wir eh schon wieder fast oben. So, hier nochmal ganz kurz speichern. Nicht, dass ich die ganzen Sprünge jetzt alle wieder umsonst gemacht habe. Ja, wenigstens das Speicher vorrangig, ganz so dauert er nicht so lange. Ja. Ja. Und hopp, schon sind wir wieder am Anfang. We made it. I've made short work of the monsters up there. Run up there to my fuel store. Er sagte up there, war das nicht down there? Nee, jetzt geht's weiter nach oben. Jetzt haben wir den unteren Teil der Insel erledigt, jetzt geht's nach oben. Ach so. Die sind mir ein bisschen zu nah. Die ersten Kampfzauber von der allerersten Skrit-Insel, die halten so eine halbe Ewigkeit. Aber jetzt, wo ich das schon mal so sehe und wo wir eigentlich gerade da sind, ich mache mal einen ganz kurzen Abstecher zur Insel und heile mich voll. Bin schon auf halbem Leben unten. Wer hat dich denn gerade getroffen? Ach, bisschen was von dem tollen Giftgas, mit dem die da immer explodieren. Einmal voll heilen und weiter. So, wie viel von denen kommen jetzt noch? Ich weiß auf jeden Fall, dass welche kommen, wenn ich das Zeug da hinten nehme. Aber wo wäre denn der Spaß dabei, ne? Und lasst euch. Danke sehr hier in die Luft. Boah, das hat dich wieder ein bisschen Leben gekostet. Ja. Ich werde es überleben. Irgendwo demnächst müssen da eben ein paar Heal-Orbs kommen. So, Zeug weg. Die Käfer, die erinnern mich echt stark an die Zombies aus Diablo 2. Die sind ja auch umgefallen und haben eine Giftgaswolke hinterlassen. Zweiten Akt. So eine Spielmechanik, die wäre heutzutage für Entwickler gar nicht mehr denkbar, den Spieler da warten zu lassen, bis eine Giftgaswolke sich auflöst. Ja, muss man hier aber einfach machen, weil sonst kriegt man die ganze Zeit Schaden, wenn man da durchrennt.
Ja, das ist schon klar. Einfach mal. Ich meine, nur aus heutiger Sicht würde man sowas wahrscheinlich nicht mehr einbauen. Oh. Baumfeld. Heutzutage lässt man Spiele auf andere Art warten, indem sie darauf warten, dass ihre Lebenspunkte sich wieder regenerieren. Da hinten war zwar noch ein Kampfzauber, allerdings interessiert mich der nicht wirklich. Ich meine, Kampfzauber habe ich mehr als genug. Du trickst mich nicht aus. Ich kenne dich schon. Ich weiß, dass du immer von hinten kommst. Mein Freund. Ich hoffe, ich habe keine lauten Hintergrundgeräusche bei mir. Bis jetzt höre ich nichts. So, die das zwei. Gut. Die zwei da hinten kriege ich jetzt nicht, aber hier muss ich auf jeden Fall speichern, weil der Sprung dahinter, der ist sehr, sehr riskant. Ja, das ist ein bisschen. Der ist schon ziemlich weit. Also man kann zwar darüber und dann dahinter springen, aber ich weiß nicht, ob ich. Ja, selbst der Sprung ist schon ziemlich ja, weit. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Punktladung hinkriege, aber mal schauen. Nö. Das kriegen wir nicht nope. hin. Jetzt müssen wir von ein bisschen weiter vorne angehen. Hm. Oh, knapp, aber hat das geklappt. Komm. Ja. Hey, komm, krieg ich die jetzt ins Target oder nicht? Okay. So. Kurz warten. Wollen wir das Ganze jetzt irgendwie dumm in den Sand setzen? Lieber nochmal speichern. Ah. So, da oben ist das Ziel. Da muss ich hin. Ein Tank? Hm? Ein Tank? Mit Fuel? Sprit? Was war noch dran? Aber meine Lebenspunkte schauen ja gerade ganz gut aus. Ach ja, das ist der Sprung. Den mag ich auch nicht. Farewell, Nomad. Good luck.